Schlechte Nachrichten für Torhüter Loris Karius. Offenbar droht dem Deutschen bald auch beim türkischen Traditionsklub Besiktas Istanbul eine Strafversetzung auf die Bank. Wie das türkische Portal Fotomac berichtet, wird Karius seinen Platz im kommenden Europa-League-Spiel gegen den KRC Genk für Ersatzkeeper Tolga Zengin räumen müssen. Grund ist sein Fehler im Spiel gegen Malmö, als der Ex-Liverpool-Spieler bei einer Flanke aus Spitzenwinkel eine unglückliche Figur machte und den Ball passieren ließ. Angeblich fürchtet Besiktas Coach Şenol Güneş, dass der Druck auf Karius nach seinem jüngsten Patzer zu weiteren Fehlern führen könnte. Daher will er ihm eine Pause gönnen, heißt es. Ein Bankplatz für den Deutschen käme durchaus überraschend. Seit seinem Wechsel an den Bosporus ist Karius bei Besiktas die klare Nummer 1. In 7 Pflichtspielen stand der 25-Jährige bereits zwischen den Pfosten. In diesen 7 Partien zogen die Istanbuler lediglich gegen Malmö den kürzeren.